Willkommen zum Video. Diesmal wieder ein Entwicklungsvideo mit Borussia Dortmund. Wir sind im Jahr 2018 und ich zeige einfach so mein Team. Ja, fangen wir auch direkt an. Im Tor ist Roman Bürki, 27 Jahre alt, auf einer 79. Ein wirklich sehr, sehr guter Torhüter. Ja, entwickelt sich natürlich auch noch spät mit 30, 31. Entwickelt sich Torhüter immer noch. Von dem her wird er auf jeden Fall noch sehr, sehr viel kommen. Der nächste ist dann Roman Weidenfeller, 37 Jahre alt, aber auf einer starken 85. Also Weidenfeller spielt meistens in der Champions League und DFB-Pokal und Bürki immer in der Liga. Ja, Weidenfeller kriegt auch seine Einsätze, aber geht da jetzt schon leicht runter. Danilo ist dann unser Rechtsverteidiger, 26 Jahre alt, auf einer 82 mit sehr, sehr nicen Werten, muss man sagen. Wirklich unter anderem 86 Longshots, 88 Schusskraft, das ist stark als Rechtsverteidiger. Subotic ist dann der nächste, 29 auf einer 82. Ja, ist wirklich sehr, sehr guter Verteidiger. Ist wirklich gut zu spielen, aber so richtig entwickeln tut er sich wirklich nicht. Der nächste ist dann Mats Hummels, 29 Jahre alt, auf einer 89. Ja, Mats Hummels kennt jeder, ist natürlich ein absolutes Monster. Entwickelt sich immer krass, geht immer auf die 90, 91. Ein absolutes Biest im Zweikampf. Ja, aber sollte jedem klar sein, dass er so abgeht. Der nächste ist dann Matthias Gindner, 23 Jahre alt, auf einer starken 82. Kann auch ZDM spielen, was er auch meistens spielt. Und hat auch wirklich gute Werte, unter anderem 85 faire Zweikämpfe, 84 Manndeckung, das ist schon ziemlich gut. Und mit 23 Jahren wird auch noch sehr, sehr viel kommen, also Matthias Gindner entwickelt sich auch immer gut. Antonio Rüdiger ist dann der nächste, 24 Jahre alt, auf einer 78, unter anderem 83 Sprinttempo, 95 Aggressivität, also ein wirklich sehr, sehr guter Ersatzinnenverteidiger und hat natürlich auch gutes Pace. Der nächste ist dann Papadopoulos, 25 Jahre alt, auf einer 79, ist verliehen an Torino. Da ich einfach zu viele Innenverteidiger habe, musste ich einfach einen verleihen. Und ja, habe ich Papadopoulos verliehen und auch wirklich sehr, sehr gute Werte. Hatte trotzdem 96 Aggressivität, 90 Stärke. Das sind schon wirklich sehr, sehr starke Werte. Also auch ein absolutes Biest im Kopfball und im Zweikampf. Der nächste ist dann Barber, 23 Jahre alt, auf einer 75. Ein wirklich sehr, sehr schneller, wendiger Linksverteidiger. Und mit 23 Jahren sollte er auch noch ziemlich viel kommen. Barber ist immer so eine Sache. Mal entwickelt er sich gut bei mir, mal überhaupt nicht. Also ist immer unterschiedlich. Der nächste ist dann Erik Durm, 25 auf einer 77. Auch wirklich sehr, sehr gute Werte. Ist schnell, ist Reaktion mit 82 ist gut und auch faire Zweikämpfe mit 76 ist nicht so schlecht. Aber mal schauen, was da noch geht. Der nächste ist dann Sven Bender, 28 Jahre alt, auf einer 83. Ja, ein sehr, sehr guter zentral-defensiver Spieler. Gefällt mir gut. 95 Grätsche, 89 Manndeckung sticht da auf jeden Fall raus. Und nicht vergessen, 92 faire Zweikämpfe. Also ein absolutes Biest im Zweikampf. Ein absolutes Defensiv-Monster, muss man ganz klar sagen. Also die Werte sprechen wirklich für sich. Dann Julian Weigl ist ja im Real Life zu Dortmund gegangen. Darum habe ich ihn auch gekauft. 22 Jahre alt, auf einer 72. Ja, er hat schwer bei uns, muss man klar sagen, mit dem Mittelfeld, was wir haben und was wir auch noch gleich sehen werden. Hat das schwer. Manchmal verleihe ich ihn. Diese Saison ist er da, hat auch schon 12 Spiele gemacht. Also nur auf der Bank sitzen tut er auch nicht. 12 Spiele immerhin. Und entwickelt sich eigentlich immer besser. War schon mit 22 bei mir bei anderen Karrieren wirklich höher. Aber in dieser Karriere tut er sich natürlich schwer mit der Konkurrenz, die er hat. Ganz klar. Der nächste ist dann Geis. Ja, vielleicht kommt er auch nach Dortmund oder ist schon. Ich weiß es nicht. Ist glaube ich noch nicht nach Dortmund gewechselt. Aber wie ihr so spekuliert, darum habe ich ihn auch einfach gekauft. 24 Jahre alt auf einer 81. Ein wirklich sehr, sehr geiler Spieler. Lässt sich auch wirklich sehr, sehr gut spielen. 87 EP, 83 Sprungkraft, 85 Schusskraft. Das sind auch wirklich sehr, sehr gute Werte. Und er entwickelt sich auch wirklich immer top. Also Guy ist einfach sehr, sehr empfehlenswerter Spieler. Dann Blaschikowski auf einer überragenden 89. Ich denke, what the fuck, so hat er sich noch nie entwickelt. 32 Jahre alt, 92 Ballkontrolle, 95 Dribbling, 84 Longshots, 84 lange Pässe, extrem schnell, 93 kurze Pässe dazu, 95 Flanken. Also er ist ein perfekter Spieler auf den Außen. Man kann, es ist wirklich nicht übertrieben oder so, schaut euch die Werte an, ein absolutes Monster. Also ich hätte nicht gedacht, dass der auf eine 89 geht. Vielleicht schafft er noch eine 90, wäre auf jeden Fall krass, aber glaube ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall krass, Blaschikowski auf einer 89, ich weiß nicht, wie das zustande kommt. Kevin Campbell ist 27 Jahre alt, auf einer 81, auch wirklich sehr, sehr guter Mann, aber ist diese Saison verliehen an Juventus Turin, da wir einfach zu viele Spieler haben, muss ich auch immer ein paar verleihen, aber man sieht es ja, er hat wirklich gute Werte, unter anderem 91 Dribbling, 93 Beweglichkeit, das sind schon sehr, sehr gute Werte. Der nächste ist dann Castro, ja, Gonzalo Castro ist ja auch im Real Life zu Dortmund gegangen, habe ich ihn auch gekauft darum. 94 Ballkontrolle, 84 Dribbling, 88 Manndeckung, das sind schon sehr, sehr krasse Werte. Und der krasseste Wert kommt jetzt, 98 kurze Pässe dazu. Also ein wirkliches Passmonster, muss man ganz klar sagen. Und wirklich sehr, sehr nice zu spielen, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Der nächste ist dann Rafinha, 24 Jahre alt, auf einer starken 87 vom FC Barcelona gekauft. 90 Dribbling, 92 Ballkontrolle, 94 kurze Pässe, 90 Longshots. Also das spricht eigentlich für sich. Ein absolutes Biest. War in dieser Saison aber auch ein bisschen verletzt, aber an der Entwicklung hat es
geändert, ein absolutes Biest auf einer 87 mit 24. Das ist auf jeden Fall krank. Der Brasilianer hat auch 4 Sterne Skills, also ein wirklich sehr, sehr cooler Spieler, kann man auch wirklich nur empfehlen. Dann Nuri Sahin, 29 auf einer 84. Ja, hat immer Stamm gespielt, aber jetzt geht er halt schon langsam runter. Also der war auch zwischenzeitlich mal auf einer 85 oder so, 86, aber ist jetzt schon runtergegangen, aber hat immer noch gute Werte. Aber jetzt so langsam geht er dem Ende entgegen, aber hat immer noch wirklich gute Werte. Der nächste ist dann Leitner, 25 Jahre alt, auf einer starken 81, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ist aber diese Saison, glaube ich, auch verliehen, ja, an Manchester City. Mal schauen, ob er da überhaupt Einsätze bekommt, aber er entwickelt sich ja plus 2 in dieser Saison, also anscheinend ein bisschen spielt er schon da. Ja, hat wirklich gute Werte und gefällt mir auch wirklich gut. Lässt sich auch wirklich sehr, sehr nice spielen, aber ist halt verliehen, weil wir einfach zu viele Spieler haben und Leitner ist halt dann diesmal verliehen. Ja, Marco Reus ist dann der nächste, 28 Jahre alt, auf einer 89. Zu dem muss ich eigentlich gar nichts sagen. Ich meine, schaut euch einfach die Werte an. Ich sage nur einen Wert, 98 Longshots. Und ja, Marco Reus ist natürlich ein Monster, muss man gar nichts zu sagen. Ein absolutes Biest. Du schießt einfach, der geht rein, er ist schnell, dribbelstark. Er kann einfach alles, es bockt einfach extrem mit Marco Reus und er wird auch noch locker die 90 schaffen. Ein absolutes Beast-Monster, aber es, ja, war klar. Shinji Kagawa dann der nächste, 28 auf einer 85, geht jetzt schon runter, aber Shinji Kagawa hat sich auch so, geht so richtig ab in der Karriere. Also ich spiele mit diesen, in der Karriere spiele ich wirklich sehr, sehr viel, simuliere nicht so viel. Bockt einfach wirklich sehr, sehr krass mit diesem Team. Und Shinji Kagawa geht extrem ab, der spielt Pässe, er ist schnell, beweglich. Ein ZOM, der mir wahnsinnig gut gefällt. Ja, Shinji Kagawa, ein absolutes Biest auf jeden Fall. Dann das Mega-Biest, wahrscheinlich Aubameyang, 28 Jahre alt, auf einer 86, muss ich eigentlich auch nicht so viel zu sagen, hat wahrscheinlich jeder schon gespielt. 95 Beschleunigung, 94 Sprinttempo, 73 Stärke, 89 Ballkontrolle, 93 Abschluss. Das ist natürlich krank. Und wir wissen alle, wie der sich spielen lässt. Der ist einfach nur krank. OP, alles in einem. Aubameyang ist ein absolutes Mega-Monster. Der nächste ist dann Tosun, 26 Jahre alt, auf einer 79. Ja, den kennen wahrscheinlich nicht mal. Vielleicht nicht. Jeder hat vielleicht noch nicht. Jeder gespielt, wenn man ihn noch nicht gespielt hat, sollte man ihn auf jeden Fall mal spielen, denn seine Werte 82 Schlagung, 81 Sprinttempo, 85 Stärke. Diese Werte sehen doch wirklich gut aus. Ja, ein sehr, sehr guter, interessanter Spieler, muss man sagen. Haben vielleicht noch nicht alle gespielt und dann würde ich ihn mal wirklich empfehlen für die Karriere. Sehr, sehr interessanter Spieler auf jeden Fall. Ist Türke, ja. Ist Türke, kommt auch vom bis, ich weiß gar nicht, von welchem Team er kommt. Aber ja, ein sehr, sehr interessanter Spieler. Dann Immobilie, der nächste 27 Jahre alt, auf einer 84, ist auch verliehen, auch an Juventus. Wieder eine da auch, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ja, auch sehr, sehr gute Werte, aber er tut sich halt schwer gegen Aubameyang und Tosun. Nicht Tosun, da war noch ein anderer. Ja, Ramos war auch noch da, aber den wollte dann gehen, darum habe ich Tosun gekauft. Immobilie, der nächste, ist dann bei Juventus ausgeliehen, wie gesagt, und hat auch wirklich gute Werte, aber ich komme nicht so klar mit ihm im Spiel. Keine Ahnung, also er fühlt sich bei mir langsam, wirklich langsamer an. Sein Schuss ist bei mir nicht gut, also ich weiß, ich komme gar nicht mit ihm klar. Auch in Ultimate Team, seine Man of the Match Karte, kam ich nicht so gut zurecht mit ihm, ich weiß nicht. Ich komme nicht so klar mit ihm. Das war das Team. Wir spielen auch die Standardaufstellung von Dortmund, das passt einfach auch mit Jan Kagawa, Reus, Rafinha, hier dann, wenn ich mal dahin kann, Castro, Bender, Baba, Hummel, Subotic, Danilo unterm Tor, Birki, wie gesagt, die wechseln sich ja ab. Und ja, das war mein Team und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut da rein, tschüss.